Allerheiligen steht vor der Tür. Welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie? Puh, keine Ahnung, Allerheiligen. Wann ist Allerheiligen? Am Samstag. Am Samstag. Ja, da fällt mir nur ein, dass ich da Wochenende habe. Da ich nicht sehr religiös bin, eher weniger viel. Früher ist man dann oft mit der Familie aufs Grab gegangen. Das finde ich eine gute Tradition. Aber ansonsten ist es für mich eigentlich eher unwichtig. Ja, das ist Tag für mich, der Feiertag, da geht man aufs Grab und so zu den Verwandten, die gestorben sind, zu besuchen und so, für sie, an sie denken. Zusammen sein mit der Familie, auch mit meiner Ursprungsfamilie, also mit Mama und Papa, auf Gräber gehen, ist ganz wichtig. Gemeinsam essen und da freuen wir uns jedes Jahr auf eine Schlachtpartie. Was bedeutet dieser Tag für Sie? Nicht arbeiten. Was? Nicht mehr? Feiertag. Was noch? Ja, nix. Für mich hat es keine spezielle Bedeutung, weil ich nicht religiös bin. Ja. War das immer schon so? Ja, das war immer schon so, ja. In der Kindheit, ja, da hat man es nicht so mitgekriegt und dann im Erwachsenenalter war es jetzt eher so eine bewusste Entscheidung. Werden Sie das Grab besuchen? Nein, hier habe ich kein Grab. Meine Gräber, die sind in Deutschland und da fahre ich nicht hin. Wahrscheinlich nicht, weil ich am Arbeiten bin. Nein, keine Lust. Ja, zu meiner Oma, weniger.